Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die einführenden Worte. Ich bedanke mich auch für das, was der Umweltreferent hier aus München gesagt hatte, das sehr vieles vorweggenommen hat, was ich versuchen wollte, auch auszuführen. Aber das ist ja auch nur gut so, denn das zeigt, dass viele Leute inzwischen auf ähnliche Ideen kommen, ähnliche Strategieprobleme wälzen und versuchen, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere auf die ökologischen Herausforderungen, zu finden. Eine der Antworten ist das Motto dieses Klimaherbstes: Es reicht. Das ist eine kategorische Aussage. Sie erlaubt eigentlich gar keinen Widerspruch. Und doch folgt dann auf der Broschüre dieses Klimaherbstes dann eine Frage, die Kompromiss sucht. Eine Frage, die philosophisch ist: Wie viel Haben braucht das Sein? Diese Frage ist vor allen Dingen in diesem Jahrhundert von Erich Fromm aufgeworfen worden, einem Psychoanalytiker und Philosoph, der im Jahre 1976 ein Buch mit eben diesem Titel Haben oder Sein veröffentlicht hatte. Und Haben oder Sein, beziehungsweise Haben und Sein, befinden sich nach seiner Auffassung, die er nicht alleine entwickelt hat, sondern die eine lange Geschichte hat und die auch nach Erich Fromm immer wieder aufgeworfen worden ist. Sie steht in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Wachstumszwang auf der einen Seite, dem guten Leben auf der anderen Seite, der Bedürfnisbefriedigung und damit auch der Suffizienz, die schon erwähnt worden ist, auf der einen Seite, und dem wahren Fetischismus der Vergötzung der wahren Welt auf der anderen Seite. Sie steht auch zwischen dem, was Karl Marx ironisch als Imperativ akkumuliere, das ist Modus und die Propheten, so kann man es bei ihm im Kapital nachlesen, geschrieben hatte, und einer moralischen, einer solidarischen Ökonomie, die einem ganz anderen Prinzip folgt, nämlich dem des Genug. Und die solidarische Ökonomie ist inzwischen zu einer Weltbewegung geworden, aus Lateinamerika vor allen Dingen herkommt, aber inzwischen auf allen Kontinenten präsent, auch hierzulande. Dieses Genug kann aber erst zur Geltung kommen, wenn, wie Erich Fromm auch schreibt, das sollten wir beherzigen, die Menschen nicht mehr auf einem wirtschaftlich wie psychologisch niedrigen Existenzniveau zu leben gezwungen sind und ausreichend materielle Güter vorhanden sind, mit denen man die Bedürfnisse aller befriedigen kann. Das schreibt er in einer Schrift über das garantierte Grundeinkommen aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Alles schon einmal da gewesen, und wir sollten nicht so stolz und überheblich sein, zu meinen, dass wir immer wieder das Rad am Wagen neu erfinden. Die Spannung zwischen dem begrenzten Bedürfnis und dem grenzenlosen Wachstum knistert aber, so kann man sagen, seit etwa einem halben Jahrtausend während der gesamten Zeit der kapitalistischen Moderne. Um sie abzubauen, diese Spannung, schlussfolgert Erich Fromm ganz normativ: Man muss das Ausbeutungsverhältnis der Natur durch den Menschen überwinden. Man muss Solidarität und Kooperation an die Stelle des Antagonismus zwischen den Menschen setzen. Und der einzelne Mensch soll zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben motiviert werden. Das aristotelische Prinzip von Maß und Mitte, also das der Suffizienz, wie wir heute sagen würden, solle zur Geltung kommen. Deshalb eben plädiert Erich Fromm für ein bedingungsloses und garantiertes Grundeinkommen, weiß aber sehr wohl, dass dieses nur ausgezahlt werden kann, wenn ein Mindestmaß an Produktivität der Arbeit erreicht worden ist. Und wenn statt des maximalen Konsumniveaus eine begrenztere Konsumfreudigkeit stattfindet und wenn man sich auch individuell zu begrenzen vermag,
Er nennt dies ein optimales Konsumniveau, das tragfähig und nachhaltig in Bezug auf die natürlichen Lebensbedingungen der Menschen sind. Das ist, so interpretiert Erich Fromm in dieser schon erwähnten Schrift aus dem Jahre 1976, ein Mystiker des späten 13. Jahrhunderts, nämlich Meister Eckhart. Einigen mag er vielleicht im Namen her bekannt sein. Meister Eckhart hat kein Plädoyer für ein asketisches Leben, für individuellen Verzicht geführt. Aber wer Verzicht übt, dann hält der, so sagt Meister Eckhart, doch nur an seinem selbstsüchtigen Ich fest. Solche Menschen, so führt er weiter aus, scheinen heilig, weil sie Verzicht versprechen und verlangen und auch vielleicht praktizieren. Sie scheinen heilig aufgrund des äußeren Einscheins, aber von innen, so fügt er hinzu, sind sie Esel. Das ist ein hartes Wort. Es stammt von einem Mystiker aus dem 13. Jahrhundert. Sicher, die Natur der Erde ist endlich und daher müssen die Naturbedingungen der menschlichen Existenz respektiert werden. Immer mehr haben zu wollen, tut weder dem einzelnen Menschen noch der Gesellschaft und erst recht nicht der Natur des Planeten gut. Doch der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, muss sich also auch beim Umgang mit der Natur, mit den Mitmenschen arrangieren und nicht überheblich meinen, durch individuelle Aktion, durch individuellen Verzicht die Welt verbessern zu können. Die Menschen leben in gesellschaftlichen Naturverhältnissen, sagen moderne Ökologen heute. Man muss also politisch die Verhältnisse ändern, nicht durch individuellen Verzicht, sondern kollektives politisches Entscheiden und Handeln. Von den vielen Fronten eines Kriegs gegen die Natur, so hat das die indische Ökologin und Feministin Vandana Shiva bezeichnet, von diesen Fronten des Kriegs gegen die Natur kommen aber nur Horrormeldungen. Doch immerhin bilden die zahlreichen Mahner inzwischen eine sichtbare und hörbare soziale und politische Bewegung. Dazu gehören auch Manifeste, wie zum Beispiel die Berichte des Club of Rome, die auf die fortgesetzte Plünderung des Planeten verweisen, auf dessen, das hat schon Immanuel Kant 1795 so gesehen, auf dessen begrenzter Kugelfläche Beschränkungen des menschlichen Zugriffs auf Ressourcen und die Schadstoffsenken unvermeidlich sind. 40 Jahre nach dem ersten Bericht des Club of Rome im Jahre 1972, viele werden sich vielleicht noch daran erinnern, der noch Grenzen des Wachstums feststellte, heißt es in einem Bericht an den Club of Rome aus dem Jahre 2014, in diesem Jahr also erschienen, nicht mehr Grenzen, sondern das Ende des Wirtschaftswachstums. Hinter diese apodiktische Feststellung setzt der Verfasser Jörgen Randers zwar vorsichtig ein Fragezeichen, ebenso wie hinter die Feststellung auch in diesem Report an den Club of Rome vom Ende des Kapitalismus mit Fragezeichen. Das zur Begründung unterbreitete empirische Material allerdings unterstreicht das kategorische »Es reicht«, Titel des Münchner Klimaherbstes, mit mehreren Ausrufezeichen. Degrowth, eine Konferenz, die im September in Leipzig stattfand mit einigen tausend Mitwirkenden, und das Genug, das auch im Titel des Münchner Klimaherbstes ist, die Überlegungen zur Suffizienz, die weit verbreitet sind, sind also tatsächlich angesagt. Doch was heißt das? Wir müssen das fragen. Ohne Wachstum gibt es keine Profite. Und ohne Profite keine Kapitalverwertung. Ohne Kapitalverwertung gibt es aber auch keine Investitionen, gibt es keine neuen Arbeitsplätze und keine Gratifikationen eines steigenden Wohlstands, der dem kapitalistischen System bislang immer die Legitimation verschafft hat. Das war auch der Grund, warum der Kapitalismus obsiegt hat über die Herausforderung des real existierenden Sozialismus. Und nun die Frage, müssen wir uns den Kapitalismus jetzt vielleicht abgewöhnen? Diese Frage mit Ja zu beantworten fällt verdammt schwer. Denn wir machen ja
um sie nicht mit Ja beantworten zu müssen, ein beispielsweise Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Nicht nur in Deutschland macht man solche seltsamen Geschichten, auch in anderen Ländern ist das so. In Brasilien beispielsweise hat man einen Wachstumsbeschleunigungspakt in der Gesellschaft geschlossen. Man macht also ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz, um dann der Umverteilung zugunsten der Profite, von denen man erwartet, dass sie von produktiven Unternehmen wachstumswirksam investiert werden, um damit eine Zukunft, die kapitalistisch in der Zukunft bleibt, kaufen zu können. Wir setzen also die Vergangenheit fort und streben genau dieses Ziel, die Vergangenheit fortzusetzen. Denn wir sind mit dieser Vergangenheit ja nicht schlecht gefahren, zumindest in den Industrieländern nicht. Der moderne Kapitalismus mit all seinen Krisen und Katastrophen hat ja immerhin auch steigenden Wohlstand und viele, viele technische Neuerungen gebracht. Der Fortschritt der Moderne, so muss man allerdings hinzufügen, begann schon in vorkapitalistischen Zeiten, vor vielleicht 10.000 Jahren, als die damaligen Menschen eine Revolution in Gang setzten, deren Resultat die sesshafte Landwirtschaft war. Die sogenannte Neolithische Revolution wird von einem der wichtigsten Ökologen des vergangenen Jahrhunderts, von dem rumänischstämmigen Nicolas Georgescu Rögen, als eine prometheische Revolution bezeichnet. Prometheus war ja bekanntlich in der griechischen Mythologie der Gott, der den Menschen das Feuer brachte und wegen dieser freundlichen Hilfe bei der Energieversorgung vom Göttervater Zeus hart bestraft wurde. Die prometheische Revolution ist dadurch gekennzeichnet, dass schon geringer Energieaufwand eine hohe Energieernte bringt. Dies ist bereits erwähnt worden mit dem Fass Öl, das ausreicht, um 100 Fass Öl fördern zu können. Aber solch eine prometheische Revolution, wo wenig Energieaufwand eine hohe Energieernte einbringt, war auch in vorkapitalistischen Zeiten bereits angesagt. Denn mit einem kleinen Holzscheit kann man einen Wald in Brand setzen und die Asche zur Düngung einer großen Fläche brandgerodeten Landes verwenden, um Nahrungsmittel für Mensch und Tier anzubauen. Der Ertrag des Jagens und Sammelns ist damit verglichen wie eine Handvoll, heute würden wir sagen, Peanuts. Der sogenannte Energy Return on Energy Invested, also die Energieernte auf die eingesetzte Energie, ist also sehr hoch. Diese Maßzahl wird auch heute noch benutzt und sie ist ja auch von Ihnen benutzt worden. Und man muss allerdings wohl hinzufügen, dass nicht nur diese Maßzahl von 100 zu 1, also 100 Fass Öl, die man mit einem Fass herausholen kann, auf 30 zu 1 gesunken ist, sich also gedrittelt hat, sondern dass sie sogar negativ werden kann, beziehungsweise kleiner als 1 werden kann. Der Energy Return on Energy Invested ist im Falle des nicht konventionellen Öls aus dem Polarmeer in Norwegen geringer als 1. Das heißt, man wendet mehr Energie auf, als man erntet. Der Preis für den Kauf der Zukunft ist also verdammt teuer. Der Erfolg der neolithischen Revolution, der sesshaften Landwirtschaft, war aber einer glücklichen Warmzeit in der Erdgeschichte geschuldet, etwa seit 11.500 Jahren auf unserem Planeten. Das sogenannte Holozän war die erdgeschichtliche Bedingung dafür, dass sich unsere Jäger- und Sammlervorfahren in sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter verwandeln konnten. Noch heute begeistern uns deren Zeugnisse ihrer Zivilisation im Zweistromland auf Kreta, in Mesoamerika, in Mexiko, in Zentralasien und anderswo. Auch die großen Religionen sind in dieser Zeit entstanden. Und die Denkmuster der Rationalität der Moderne haben die Epoche geprägt und sind bis heute wirksam geblieben. Der Fortschritt der technischen Rationalität erlaubte es auch, Werkzeuge, Geräte, technische Artefakte zu bauen, die nicht mehr
körpereigen, sondern selbstständige Dinge sind, ein Eigenleben führen können. Sie verselbstständigen sich und dann können sie auch zum Eigentum von Gemeinschaften und mehr auch von Einzelnen werden. Jetzt entsteht das Eigentum. Ist es festgelegt in Bräuchen, in Regeln, ungeschriebenen und später auch in geschriebenen Gesetzen verankert. Und es bringt eine neue Dynamik in die Geschichte der Menschheit. Denn Eigentum wird zur verkäuflichen Ware und kann durch technisch verbesserte Methoden der Aneignung, auch durch Ausbeutung von Menschen und Plünderung der nun als Ressourcenspeicher wahrgenommenen Natur gemehrt werden. Es ist jetzt die Zeit gekommen, in der die Natur als Naturkapital wahrgenommen werden kann. Jetzt kann also ebenso wie das Sein auch das Haben zum Prinzip werden. Eigentum und dessen Rationalität des Besitzindividualismus bestimmen das Denken und Handeln der Individuen und die sozialen Bewegungsgesetze der Gesellschaftsformation. Einer Gesellschaftsformation des Habens, aber auch des Nichthabens. Diese beiden Seiten charakterisieren alle, auch die vorkapitalistischen Klassengesellschaften. Die einen herrschen, die anderen sind beherrscht. Die einen sind die Ausbeuter, die anderen die Ausgebeuteten. Die einen sind reich, die anderen arm. Die einen haben, die anderen sind Habenichtse. Und bei Bertolt Brecht heißt es daher auch, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und ich zitiere, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Doch muss in der Geschichte noch einiges passieren, damit aus dem Gegensatz von Haben und Nichthaben, von Reich und Arm, eine moderne, eine kapitalistische Klassengesellschaft hervorgeht. Eine zweite prometheische Revolution nach der neolithischen ist notwendig, um die Akkumulation des Kapitals in Gang zu setzen, die der Menschheit eben das wirtschaftliche Wachstum und mit dem Wachstum auch die zunehmende Ungleichheit in der Welt beschert hat. Die Ungleichheit zwischen Arbeit und Kapital, zwischen den Geschlechtern, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Diese zweite neolithische Revolution, das ist die fossilindustrielle. Die Ungleichheit ist inzwischen Thema in der Wissenschaft und in der Politik, weil dieser Sachverhalt skandalöse Ausmaße angenommen hat und den sozialen Frieden und die politische Stabilität in vielen Weltregionen gefährdet. Denn die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen wird ja mit jeder Runde der Kapitalakkumulation größer. Vielleicht könnte man sich den Kapitalismus angesichts der Ungleichheit und der damit einhergehenden Ungerechtigkeit auch abgewöhnen. Doch man kann ihn wegen der Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung und daher auch der Machtverteilung nicht einfach per Abstimmung abschaffen. Auch dazu bedarf es der politischen Willensbekundung und der Aktion, der politischen Aktion. Zum Jahrtausendwechsel 2000 hat die OECD, die Organisation der Industriestaaten, eine Studie des norwegischen Statistikers Angus Maddison über die weltweite Wirtschaftsentwicklung in der sehr, sehr langen Frist seit Christi Geburt publiziert. Die Idee, das Wirtschaftswachstum aller Weltregionen in US-Dollar, um es vergleichen zu können, in US-Dollar von 1995, über die Jahrtausende und dann dazu noch preisbereinigt zu messen und in einem Millenniumsreport der Weltgemeinschaft zu präsentieren. Diese Idee ist auf sympathische Weise, möchte ich sagen, verrückt. Die Resultate des Reports aber sind durchaus plausibel. Das Wachstum lag in aller Welt über die Jahrtausende hinweg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also bis in die Neuzeit hinein, bei wenig mehr als 0%. In langen Perioden stagnierte es oder war sogar rückläufig. Wachstumsbeschleunigung, auf diese Idee wäre niemand im 15., 16., 17. Jahrhundert gekommen. Es war im Wesentlichen von der Zunahme des Arbeitsvolumens abhängig und mehr Arbeitskräfte. Da hatte der häufig gescholtene Robert Malthus ja völlig recht, verlangen mehr Nahrungsmittel und diese
möglichst billig. Sie müssen also erzeugt werden. Aber die Natur ist ja, wie wir wissen, begrenzt und die Nahrungsmittelproduktion deswegen auch. Erst seit der industriell-fossilen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem hohen Energieertrag für die investierte Energie steigen auch die Wachstumsraten. Bis zum Jahr 2000, vom Ende des 18. Jahrhunderts an, auf etwa 2,2% jährlich, und zwar in realen Größen pro Kopf. Was bedeutet das? Es ist die Verdoppelung des realen Pro-Kopf-Einkommens von einer Generation zur nächsten. Der von der klassischen politischen Ökonomie versprochene Wohlstand der Nationen, Adam Smiths Hauptwerk, hat eben diesen Titel, Wealth of Nations. Dieser Wohlstand der Nationen wird nun Wirklichkeit und er steigt, weil die Produktivität der Arbeit einen Sprung machen kann unter Hilfestellung der industriell-fossilen Revolution. Arbeit und Leben verändern sich nun in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Der Siegeszug des Kapitalismus setzte seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Hunger und Hungersnöten, diesen Geißeln der Menschheit in unseren Breiten, also in Europa, nicht in der ganzen Welt, wie wir wissen, ein Ende. Aus dem dunklen Vergangenen können sich die Europäer des 19. Jahrhunderts den Genüssen der Gegenwart und einer lichten Zukunftsplanung zuwenden. Statt des suffizienten Genug wird nun das Haben-Wollen und das Wachstum zum Prinzip des Wirtschaftens und des gesellschaftlichen Lebens. Doch mit dem Wachstum kommt auch die Ungleichheit in die Welt. Die Pro-Kopf-Einkommen waren nach den Berechnungen des schon erwähnten Angus Madison in aller Welt vor der industriell-fossilen Revolution auf ähnlich niedrigem Niveau. Danach aber öffnet sich eine immer weiter klaffende Schere zwischen den reichen Industrieländern und den armen Ländern des globalen Südens. Dieses Muster der tiefen Kluft zwischen Reich und Arm findet sich vor allen Dingen aber auch innerhalb der einzelnen Länder, nicht nur zwischen dem Norden und dem Süden. Die kapitalistische Moderne ist auch in anderer Hinsicht widersprüchlich. Der Maler Francisco de Goya hat in der Epoche der industriell-fossilen Revolution um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Widersprüchlichkeit ihrer Rationalität in der Radierung mit dem Titel Der Traum der Vernunft produziert Ungeheuer deutlich gemacht. Das kann schon als ein Hinweis auf die von Adorno und Horkheimer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verfasste Dialektik der Aufklärung interpretiert werden. Das ist also die Vorwegnahme der negativen Seiten, die die positive Entwicklung des Kapitalismus, die beschleunigte Reichtumsproduktion auch besitzt. Denn normales und rationales menschliches Handeln, das kann böse Folgen zeitigen, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Der mit dem realen Einkommen wachsende Naturverbrauch hat inzwischen planetary boundaries, planetarische Grenzen, wie eine Gruppe von Geologen schreibt, gerissen. Kipppunkte von Ökosystemen sind in Sichtweite. Es wurde schon auf den drohenden Klimakollaps hingewiesen. Und wenn wir diese Kipppunkte erreichen sollten, können natürliche Systeme sich nicht mehr flexibel an neue Herausforderungen anpassen. Sie können zusammenbrechen und sich in weniger menschenfreundliche Umwelten verwandeln. Diese Gefahr ist bekanntlich außerordentlich groß. Das sagen renommierte Naturwissenschaftler, denen das Publikum mehr Vertrauen entgegenbringt als Sozialwissenschaftlern, einschließlich der Ökonomen. Diese sind nämlich vorsichtig geworden und erblicken selbst in den ökonomischen, sozialen und politischen Verwüstungen der globalen Finanzkrise und der Eurokrise derzeit keine Anzeichen für einen Systemzusammenbruch. Nach jeder Krise folgt der Aufschwung
und die Zerstörungen haben, wie der Ökonom Joseph A. Schumpeter gegen Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb, eine schöpferische Seite, Creative Destruction. Der Kapitalismus scheint also ein ewiges Leben zu haben, doch die Erde ist endlich und als menschenfreundlicher Planet vergänglich. Das ist der Grund dafür, by the way, als Fußnote sozusagen, dass wir nirgendwo in dieser endlichen Welt ein Endlager für den nach menschlichem Ermessen unendlich lange strahlenden Atommüll finden können. Für Ökonomen ist es klar, das Kapital muss um den Profit vermehrt zu sich selbst zurückkehren. Im Englischen heißen die Profite oder Gewinne daher ja auch Returns to Capital. Die Zinsen werden, darauf hat schon Aristoteles kritisch hingewiesen, als quasi naturbedingter Zuwachs zu einer Kapitalsumme verstanden. Fetischismus von Geld und Kapital ist da natürlich naheliegend. In diesem Weltverständnis sind alle Prozesse reversibel und beschreiben einen nicht enden wollenden Kreislauf, spiralförmig zumeist gedacht. Diese reversible, nicht erschöpfliche Welt des Kapitalismus, den man sich nicht abgewöhnen kann und muss, ist wie der Homunculus im Vergleich zum Homo sapiens ein Produkt schwarzer Fantasie. Denn in der wirklichen und nicht eingebildeten Natur sind alle Prozesse irreversibel. Sie haben kumulative Wirkungen und die Entropie steigt. Das verbrauchte Fass Öl kann kein zweites Mal verbrannt werden. Die Bordmittel des Planeten Erde werden also aufgebraucht, unvermeidlich. Die rote Warnlampe mit der Aufschrift Peak Oil oder gar Peak Everything blinkt. Das heißt, wir haben den Höhepunkt der Förderung der meisten mineralischen Stoffe bereits erreicht oder überschritten. Und das bedeutet, dass wir gerade noch anfangen, in den Rumpelkammern zu stöbern und nach nicht konventionellen mineralischen und energetischen Ressourcen zu suchen. Wir versuchen so, der Irreversibilität zu entkommen, indem wir die Hosentaschen umkrempeln. Da nach dem Peak das Angebot der Ressourcen nicht einfach, also nur zu höheren Kosten, ausgedehnt werden kann und die Nachfrage auch nicht fällt, es kommen ja immer neue Verbraucher hinzu, steigen die Preise nach Marktgesetzen und mit ihnen auch die Profite. Daher lohnen sich auf einmal Investitionen zum Beispiel in die nicht konventionelle Öl- und Gasförderung. Sie sind im vergangenen Jahrzehnt auf fast 1.000 Milliarden US-Dollar verdoppelt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die Dimensionen, die in den Zahlen, die gerade von Frau Hartmann genannt worden sind, zum Ausdruck kommen. Diese Investitionen müssen sich rentieren. Wir leben ja im Kapitalismus. Und das ist nur möglich, wenn der Öl- und Gaspreis hoch bleibt. Bei mindestens 80 bis 150 US-Dollar je Barrel, sagen einige Ökonomen. Dafür gibt es aber keinerlei Garantie, denn die Investitionen steigern ja Produktion und Angebot. Und so kann es passieren, dass die Investitionsblase im Sektor der fossilen Treibstoffe irgendwann in den nächsten Jahren mit der Folge einer neuen Krise platzt, obwohl die Subprime- und Euro-Krise noch gar nicht ganz überwunden sind. Es sei denn, die Nachfrage nach fossilen Treibstoffen nimmt kompensierend, die ökonomische Krise kompensierend zu. Aber das Szenario wird ja eingetrübt, weil die bei der Verbrennung entstehenden Klimagase sich in der Atmosphäre kumulieren. Die sind ja nicht reversibel, sondern irreversibel emittiert und kumulieren sich in der Atmosphäre. Die CO2-Konzentration steigt und steigt und steigt daher um jährlich etwa 2 Teile auf 1 Million Luftmoleküle bis zum Kipppunkt der Klimakatastrophe, der in internationalen Abkommen bei 450 Parts per Million definiert worden ist. Ob die Natur aber diese Definition honoriert, wissen wir erst post festum. Das nehmen wir jetzt an und hoffen, dass wir es schaffen. Aber wir wissen es erst nach post festum. Nicht im Klimaherbst, sondern im Klimawinter. Wenn aber Klimapolitik dazu führt, dass die Nachfrage
nach fossilen Treibstoffen blockiert wird, ist das ein anderer Nadelstich zum Platzen der Kreditblase, mit der die Ausweitung der Extraktion der fossilen Treibstoffe finanziert worden ist, natürlich in Erwartung von daraus resultierenden Profiten, die nun aber ausbleiben. Wenn dann Kredite notleidend werden, ist die ökonomische und finanzielle Krise da. Der Traum des fossil produzierten Wohlstands gebiert also tatsächlich die Ungeheuer der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die energetischen Bordmittel des Planeten werden geplündert, auch wenn immer wieder nicht konventionelle Bestände entdeckt werden. Aber die sind erstens ebenso endlich wie die konventionellen Energiequellen. Sie verschaffen einen geringen Spielraum. Das ist besser als nichts, aber keine Lösung des Energieproblems, zumal dieser Energy Return, die Energieernte, für die eingesetzte Energie bei nicht konventioneller Energie sehr viel ungünstiger ist als bei konventioneller Energie. Und weil obendrein die Bereitstellung nicht konventioneller Energie auch extrem hohe andere Umweltbelastungen als nur den Aufwand von Energie zur Förderung von Energie verursacht. Die kumulativen Wirkungen der Ressourcenplünderung einerseits und der Emissionen, insbesondere von Klimagasen andererseits, verändern die Geosysteme des Planeten Erde. Die Folgen sind für die Lebensbedingungen auf unserem Planeten so gravierend, dass Geologen inzwischen verstört vom Eintritt in ein vom Menschen gemachtes Erdzeitalter sprechen, vom sogenannten Anthropozän. Anthropos, das ist ja der Mensch in griechischer Sprache. Aber dieses Anthropozän sollten wir besser Kapitalozän nennen, weil die Menschen diese planetarische Großtat seit der industriellen Revolution in der globalisierten kapitalistischen Gesellschaftsformation mit der Hilfe von Finanzanlagen vollbracht haben. Am Ende der glücklichen Warmzeit könnte es also ungemütlich heiß werden und obendrein krisenhaft. Und wir Menschen sind mit unserer Psychologie, alles haben zu wollen, selbst dafür verantwortlich. Wie sollen wir uns dieser Verantwortung stellen? Man kann im Prinzip so weitermachen wie bisher. Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik scheint ja die Lösung zu liefern. Diese heißt optimistisch Geoengineering, planetarische Ingenieurskunst. Wir verdunkeln durch sogenanntes Radiation Management, also Strahlungsmanagement, Sonnenstrahlungsmanagement. Wir verdunkeln die Sonne, um den Planeten nicht aufzuheizen. Oder wir entziehen der Atmosphäre einen Teil des von uns emittierten Kohlendioxids und speichern es in den Höhlen der Erdkruste, die wir hinterlassen haben, als wir die Kohle und das Öl förderten, deren Verbrennung uns den Klimakollaps eintragen kann. Das ist dann Carbon Capturing and Storage. Wir bauen höhere Deiche gegen die steigenden Meeresspiegel und sichern unsere Städte gegen ungewöhnliche Wetterereignisse. Und so abgesichert können wir die Kohlenwasserstoffe auf unserer Erde verbrennen, bis der letzte Tropfen Öl aus der letzten Tiefseelagerstätte gepumpt, die letzte Tonne Kohle aus der Erde gebuddelt, das letzte Kubikmeter Gas aus dem Erdreich gefrackt worden ist. Das kann noch einige Jahrzehnte dauern, wenn wir uns nicht vorher im Streit um die knapper werdenden Energie- und Rohstoffvorräte die Köpfe einschlagen. Alle Konflikte, Kriege und Verbrechen haben heutzutage auch eine fossile Spur. So ernsthaft ist die Lage. Daher wäre es besser, aus dem Kapitalozän wirklich das Anthropozän menschengemacht zu gestalten. Möglich ist dies allemal. Denn auch die Existenzweise des Seins, um in der Sprache von Erich Fromm zu bleiben, des Tätigseins, der Produktivität, des Ausfließens, fügt er noch hinzu, des Verströmens, auch dies alles, das ist Suffizienz und das ist auch dem Menschen eigen. Man könnte am Ende des fossilen Zeitalters, der, wie Hermann Scheer, der vor 4 Jahren verstorben ist, es ausdrückte in seinem letzten Buch, kurz vor seinem Tode erschienen, der energetischen Grundregel folgen. Energ-
Getischen, wobei das letzte Ethischen eben eine ethische Grundregel ist, die da lautet, gehen wir zu 100% zu den erneuerbaren Energien über, zu Wind, Wasser, Photovoltaik, Geothermie und Biomasse. Leave the oil in the soil. Und erinnern wir uns auch daran, dass es in der Menschheitsgeschichte viele Formen des Eigentums und des Umgangs damit gegeben hat. Privates Eigentum, öffentliches, kommunales, staatliches und vor allen Dingen auch genossenschaftliches Eigentum. Und es gibt Gemeineigentum und es gibt die Allmende, die der Menschheit insgesamt gehört. Erinnern wir uns dieser Vielfalt und setzen wir nicht auf die Einfalt der schieren Größe des Kapitals, des Umsatzes, der Profite und der Rendite und die Einfalt der Hauptenergieträger, den fossilen Energieträgern, die wir fast ausschließlich heutzutage nutzen. Dann ist es notwendig, den Produktionsprozess und unseren Verbrauch nach den Regeln der Nachhaltigkeit umzugestalten. Und es ist nicht nur notwendig, es ist auch möglich. Ja, die Frage lautet dann, ist das Verzicht? Es ist Verzicht auf natur- und klimaschädlich hergestellte Produkte, auf so manche das Glück nicht gerade befördernde Luxusgüter, Luxusreisen, Rüstungsgüter und deren Exporte überall in die Welt, wo wir die Konflikte brauchen, damit wir sie profitlich exportieren können. Der Verzicht ist eine Aufforderung, das Leben anders und zwar so zu organisieren, dass die Menschheit nach der für ihre Zivilisation so günstigen Warmzeit des Holozän nicht eine katastrophale Heißzeit schafft, unbedacht, ungeplant, ungewollt, obwohl das Wissen um Ursachen und Folgen des Klimawandels und um die Alternativen vorhanden ist. Diese Chance gibt es, sich den Kapitalismus also abzugewöhnen. Seien wir, wie Meister Eckhart vor nunmehr 7 Jahrhunderten mahnte, keine individualistischen Esel, handeln wir organisiert, politisch, um den Klimakollaps zu verhindern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus